Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und wir haben eine spannende Sitzungswoche vor uns und wir haben ein spannendes Wochenende hinter uns. Nämlich Frankreich hat gewählt mit einem doch überraschenden Ergebnis. Und darüber will ich als erstes reden mit meinem Gast Klaus-Dieter Gröhler von der CDU. Herzlich willkommen. Ihr Wahlkreis ist Berlin-Wilmersdorf. Und Charlottenburg. Genau. Habe ich mal gelernt von Ihnen. Erst Charlottenburg, dann Wilmersdorf. Richtig. Sie wissen warum, weil sonst die Abkürzung ja. WC gewesen wäre ja. Und so ist die CW. Ja. In der ersten Sendung haben Sie mir das mal erklärt. Ich habe es nicht behalten gelernt, Sie auch nicht. Hoffentlich haben Sie es noch behalten, wie das so ist. Heute ist Montag, der 24. und deswegen gestern die Wahl in Frankreich. Damit wollen wir beginnen, bevor wir auf die aktuelle Woche gehen im Bundestag. Wie analysieren Sie das Wahlergebnis? Also zum einen bin ich natürlich zufrieden, dass der Kandidat, der nun sich explizit für Europa ausgesprochen hat, die meisten Stimmen bekommen hat. Ich gehe mal davon aus, dass im zweiten Wahlgang auch er den Sieg davon tragen wird. Was mich aber schon ein bisschen verunsichert und auch betrübt, ist die Tatsache, wenn Sie mal die Stimmen für Le Pen und die Stimmen für den linken Kandidaten addieren, dann sehen Sie, dass über 40% Parteien gewählt haben, die für einen Austritt aus der Europäischen Union und für ein Ende des Euro in Frankreich votiert haben. Und das besorgt einen schon so ein Stück weit. Ja, aber da muss man sich doch fragen, sind wir Europa müde? Oder haben wir Europa satt? Wir, meine ich mal, die Wähler, also ich will mich da nicht einschließen. Oder ist der Europagedanke so selbstverständlich geworden, dass man sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, was passiert, wenn es passiert? So wie in England. Plötzlich haben sie alle dafür gestimmt, haben sie gejubelt ein paar Stunden und dann haben sie gemerkt, oh Gott, was haben wir da angerichtet? Ja, was ist da los? Ich glaube, die drei Komponenten, die Sie angesprochen haben, die gelten alle ein Stück weit. Natürlich ist man manchmal einfach ein bisschen der ganzen Situation überdrüssig, wenn man eben mitbekommt, dass die Europäische Kommission nun sehr detailverliebt Dinge regelt, wo man sagt, muss denn das sein? Also Stichwort hier Leistung von Staubsaugern oder Glühbirnen oder wo man sich dann immer die fragt. Die Banane gerade mal. Ja, fragt sich immer, muss das wirklich so sein? Andererseits finde ich es natürlich immer klasse, weil wenn ich eben in einem anderen europäischen Land bin oder wenn ich ein Produkt aus einem anderen EU-Staat kaufe, dann habe ich eben die gleichen Angaben und ich kann es wirklich miteinander vergleichen und entsprechend einschätzen. Aber ich glaube, dass die Leute sich immer gar nicht so richtig im Klaren darüber sind, was die Europäische Union eigentlich für uns bedeutet, nämlich Frieden und Stabilität und das über viele, viele Jahrzehnte. Und gehen Sie bitte mal in der europäischen und deutschen Geschichte zurück. Wann gab es das schon mal, dass über zwei Generationen wirklich Frieden in Deutschland herrscht? Ich bin dafür immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich einer Generation angehöre, die nie Krieg oder Hunger leiden musste. Und ich glaube, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Ja, und da muss man auch dran denken, dass Deutschland erst seit 1870 gibt als Einheitsstaat. Das kommt letztlich auch noch dazu, ja. Und wir haben ja nun zwischendurch auch erfahren, was es bedeutet, wenn das Land geteilt ist und wenn das Land eben nicht in Freiheit leben kann und wenn Menschenrechte eben nicht geachtet werden. Also uns sollte eigentlich dieses Europa viel, viel mehr wert sein und deshalb sollten wir auch dafür einstehen. Und deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden, dass in unserem größten Nachbarland und ja einem der Motoren der Europäischen Union mit, nämlich in Frankreich, dass dort offensichtlich letztlich dann doch der richtige politische Weg eingeschlagen wird. Ohne den deutschen Adenauer und den Franzosen Schumann, wie sagt man das auf Französisch genau, aber Schumann, wäre dieses Europa gar nicht entstanden. Richtig. Und ich will nochmal auf was gehen, weil Sie sagen, die Leute ärgern sich über die Regelungswut. Wenn wir die DIN-Norm nicht hätten in Deutschland und hätten von jedem Dorf oder jeder Stadt einmal DIN A4, dann DIN A5, das heißt DIN gäbe es gar nicht, ja, dann würden wir alle sagen, so ein Quatsch, das müssen wir doch einheitlich machen. Ja, nur in Europa schimpft man darüber. Ja, und das ist ja gerade der Vorteil dieses Wirtschaftsraums, dass man eben eine einheitliche Regelung hat und dass der Meter überall auch wirklich das Gleiche ist. Ich bin auch immer wirklich sehr zufrieden, wenn ich in Europa unterwegs bin, dass wir eben die gleiche Währung haben, dass ich erst nicht lange umtauschen muss und umrechnen muss. Und ich glaube, dass den Menschen im Alltagsleben diese Vorteile Europas gar nicht genug bewusst werden. Aber ich finde es toll, dass inzwischen ganz viele Leute ja auch regelmäßig für Europa auf die Straße gehen. Das, glaube ich, könnten wir noch ein bisschen stärker intensivieren. Aber müsste denn nicht Ihre Partei, die CDU,
den Europagedanken noch stärker in den Vordergrund des Wahlkampfes rücken. Wobei wir ja noch gar nicht wissen, was Ihre Parolen sind. Vielleicht wissen Sie die schon, aber ich weiß sie noch nicht. Also wir haben ja die Bundestagswahl genau heute in 5 Monaten. Wir haben gesagt, wir werden unser Wahlprogramm unmittelbar vor der Sommerpause veröffentlichen. Jetzt im Moment das sind ist wir im Juli. Genau, jetzt sind wir im Moment erstmal in der Diskussionsphase. Es gibt ja zurzeit die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger an die CDU-Bundesgeschäftsstelle auch ihre Vorschläge schicken für Überlegungen, was sollte im CDU-Wahlprogramm drinstehen. Anschließend werden die Parteimitglieder die Möglichkeit haben, diese Vorschläge einzureichen und dann wird das Wahlprogramm geschrieben, formuliert und dann wird es verabschiedet und dann gehen wir in die heiße Wahlkampfphase und da können Sie sicher sein, das Thema Europa und Stabilität wird ganz, ganz vorne mit dran stehen. Sie sind ja ein Bundestagsabgeordneter, der gleichzeitig Cafeteria-Besitzer ist. Ja, da muss man hier mal sagen, nicht? Vielleicht wissen Sie das noch nicht. Ja, Sie haben 2 Cafés, genau. Quasi als Wahlkreisbüros, da gibt es Kaffee umsonst. Genau, das ist richtig. Ja. Weil es mir immer ein Anliegen war, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ohne eine Schwellenangst sozusagen, Politik erleben zu können. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich ganz viele Bundestagskollegen immer zu mir in die beiden Wahlkreisbüros einlade und mit ihnen abends diskutiere. Morgen Abend zum Beispiel kommt mein Kollege aus Kiel und wir werden über die Frage Schleswig-Holstein vor der Wahl reden. Auch das ist ja durchaus ein wichtiges Thema. Das ist Thema. Am 7. Mai. Also richtig, die Wahl in Schleswig-Holstein. Übernächste Woche. Genau. Das wird spannend. Nordrhein-Westfalen wird spannend. Vielleicht haben Sie gerade gesehen, die Union hat massiv aufgeholt in der Meinungsumfrage in den letzten Tagen. 7 Punkte plus. Ja, richtig. Also insofern, wer gedacht hat, dass da schon alles für die Sozis in trockenen Tüchern ist, der hat sich vielleicht auch geirrt. Ja. Ich wollte ja Ihr Wahlkreisbüro als Café deswegen ansprechen, weil ich die Frage daran anknüpfen wollte. Kann denn jeder, der Interesse für Europa hat oder jetzt durch Frankreich vielleicht doch ein bisschen aufgeweckt ist, auch zu Ihnen ins Büro kommen und sagen, ich habe den folgenden Vorschlag zu machen. Können Sie den bitte mal berücksichtigen bei Ihrer Diskussion? Geht das oder muss ich dafür CDU-Mitglied sein? Nein, natürlich können Sie ins Wahlkreisbüro kommen und auch Ihre Ideen. Zähringer Straße. Genau, Ihre und Vorschläge. Friederizia Straße, genau. Und Sie werden lachen, ich habe sogar so kleine Anregungskärtchen da. Da kann jeder sowohl was Positives als auch, wenn er was zu meckern hat, was Negatives raufschreiben. Und ich bin natürlich nicht jeden Tag und immer in den Wahlkreisbüros, sondern meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch am Wochenende. Und dann kann man die Kärtchen ausfüllen und die bekomme ich dann natürlich am Ende einer Woche immer von meinen Mitarbeitern dann übergeben. Aber wer selbst mit Ihnen reden will, da haben Sie bestimmte Zeiten. Ich habe regelmäßige... Die dürfen Sie mal sagen. Ich habe nicht regelmäßige, sondern unregelmäßige Bürgersprechstunden, aber nicht nur in den beiden Wahlkreisbüros, sondern auch in anderen Cafés im Bezirk, weil es mir auch immer ganz wichtig ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich stehe wieder 2 Tage an dem Wochenende, wo Muttertag ist, in der Preußenallee auf dem Straßenfest mit meinem Infostand, also die Menschen zu treffen. Vorher gehen zu der Mutter und bringen Blümchen. Ja, auf dem Friedhof inzwischen leider, aber auch das gehört dazu. Das ist ja auch Teil des Lebens sozusagen. Und mir ist es immer ganz, ganz wichtig, mit den Menschen einfach im Gespräch zu sein und ihnen zuzuhören und zu hören, wo der Schuh drückt. Also, das nochmal gesagt, 2 Wahlkreisbüros, die Cafés sind, wenn Sie Lust auf einen Kaffee haben. Aber Sie müssen natürlich auch Lust mitbringen, mit dem Abgeordneten über die Politik zu reden oder seinen Mitarbeitern. Nur einfach Kaffee trinken ist natürlich, das kann man auch, nicht? Kann man auch. Ja, aber besser ist natürlich, man kommt. Und ich wollte natürlich darüber kommen jetzt, wo man merkt, Europa war so ein bisschen in die Kritik gekommen. Jetzt habe ich den Eindruck, es wird wieder mehr diskutiert und in Deutschland vielleicht auch mehr erkannt. Wir müssen da offensiver werden, gerade auch die CDU. Das passiert dann hoffentlich in Ihrem Wahlkampfprogramm. Sicher auch durch außenpolitische Ereignisse. Die Diskussion um den Brexit und auch um das Verhalten von Trump, aber auch, ein gewisses Unverständnis gegenüber europäischen Werten in dem einen oder anderen osteuropäischen Staat führen ja dazu, dass wir sehr, sehr intensiv über Europa auch nachdenken Polen, müssen. Um genau, richtig. Genau. Ja, da hat man so den Eindruck, es war schön dabei zu sein, aber nur nach unseren Regeln.
Und spätestens beim Thema Türkei stellt sich ja die Frage, wie wollen wir in Europa leben, auf jeden Fall. Weil diese Türkei, die sich im Moment entwickelt, ist sicherlich niemand, wo man ernsthaft über einen Beitritt in die Europäische Union nachdenken kann. Also insofern stellt sich das Thema Europa praktisch jeden Tag neu. Also der Wahlkampf wird spannend, was Europa angeht, aber erstmal haben wir jetzt eine spannende Sitzungswoche. Das ist, glaube ich, die drittletzte, nicht? Oder viertletzte. So. Ach so, genau, habe ich noch gar nicht nachgerechnet, aber es könnte hinkommen, genau, ja. Und dann wird Wahlkampf gemacht, aber es gibt noch viel zu regeln. Ein ganz wichtiger Punkt, mit dem Sie sich beschäftigen, ist Thema innere Sicherheit. Da kriegt die CDU erfahrungsgemäß immer die besten Umfragewerte. Da traut man der CDU mehr zu als der SPD zum Beispiel. Das ist richtig. Ich glaube, die Menschen wissen, wo die innere Sicherheit am besten aufgehoben ist, bei der Union. Und insbesondere in den Bundesländern, wo die Union auch den Innenminister stellt, haben wir auch entsprechend eine gute Kriminalstatistik. Heute veröffentlicht ja Bundesinnenminister Thomas de Maizière die Kriminalstatistik fürs letzte Jahr. Und leider hat Berlin inzwischen den Ruf, gefährlichste Stadt Deutschlands zu sein. Ja. Da holen wir mal tief Luft und dann sprechen wir nach der Pause weiter. Kleine Pause, kleine Werbepause. Sie wissen, wir sind privater Sender, müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Dann sind wir wieder da mit Klaus-Dieter Köhler von der CDU und Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf. Fast hätte ich es andersrum gesagt. Aber das haben wir ja nun gelernt. Bleiben Sie dran, sind gleich wieder da.